Tiryak Mukha Vyutanasana ist ein Asana, welches im Buch einfach aufgezählt wird in Swami Shivananda Yoga Asana. Es ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Wörtlich heißt es, die Stehhaltung, die andere Stehhaltung, wo du zur Seite schaust. Tiryak heißt Seite, Mukha heißt Schauen. Uttanasana ist die intensive Dehnpose, beziehungsweise mit H ist es ja die stehende Haltung. Und wie ist die andere? Also die drehende Vorwärtsbeuge. Von der Padahastasana ausgehend, gib eine Hand vor oder neben den Fuß und die andere Hand weiter nach vorne und drehe dich immer weiter. Du könntest auch dann dich noch weiter drehen, indem du probierst, eine Schulter neben das Bein zu bekommen und die andere Hand entweder an die Außenseite des anderen Beines oder du könntest auch probieren, einfach immer mehr zur Seite zu schauen und dich zu drehen. Eine andere Möglichkeit, die etwas einfacher ist, du gibst den einen Arm zwischen die beiden Knie hindurch und dann faltest du die Hände hinter dem Rücken und drehst dich so zur Seite. Verschiedene Variationen von Tiryak Mukha Vyutanasana. Drehende, stehende Vorwärtsbeuge.